Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe ein bisschen was geklärt. Ich glaube, die sehen dich als Feindkollege. Ich habe es geregelt für euch. Wir gehen jetzt zur Munitionsfabrik, eignen uns erstmal die Munitionsfabrik an. Und dann stellen wir 10mm Munition her. Solange können wir gerne noch die Armbrust verwenden. Müssen wir ja eh machen. Ist ja nicht so, als wären wir uns gezwungen, die Armbrust zu benutzen. Wir wollen sie benutzen, um die Quest zu beenden. Und gleichzeitig wollen wir uns hier ein bisschen umsehen. Ich habe jetzt meine Power Armor erstmal abgelegt. Solange ich die Möglichkeit habe, ohne rumzulaufen, laufe ich halt gerne auch ohne rum. Ich weiß nicht, es hat irgendwie... Keine Ahnung, ich mag es halt einfach. Und wir haben ein Level Up. Und ich wähle einen Skill. Und zwar möchte ich... zumindest hier die Tragekapazität mal ein bisschen erhöhen. Einfach nur so, weil ich es kann. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Es wird eh jetzt eine Zeit lang dauern, bis wir vielleicht wieder in PvP-Modus gehen. Das heißt, bis dahin haben wir noch die Möglichkeit, einiges zu ändern. Surprise! Oh Gott. Okay, ich hab's verstanden. Ihr seid schon ein bisschen heftiger drauf. Aber ich muss bei der Armbrust töten. Nimm das! Okay. Oh, ich hab Stefan gar nicht drin. Das halte ich für ein Gerücht. Gucken wir gleich nochmal nach. Ich hoffe, ich habe mich nicht aus Versehen verkauft. Das kann nämlich sein, ich habe nämlich aufgeräumt. Und ich hoffe, ich habe Stefan nicht verkauft. So, wir stehen wieder kurz vor 100 Punkten. Ich habe halt alles entfernt, was wir wirklich nicht mehr brauchen. So, nehmen wir mal alles mit hier. So. Wir brauchen nämlich Stahl. Jede Menge Stahl, um Munition hier auch herzustellen. Okay. Was ist mit Stefan passiert? Stefan ist auch drin. Aber er ist nicht mehr als Favorit gekennzeichnet. Hallo? Manchmal, ne? So, Waldfavoriten. Falsche Taste. Ne, das Sortieren. Hä, stand da nicht gerade Favoriten? Bin ich zu blöd zum Lesen? Ich kenne den Knopf wieder. Aber ich kann sortieren nach schwer, nach frö, was auch, was ist frö? Rische, was ist rische? Hä? Prä? Kann ich nicht nach Herzchen sortieren? Ja, nach Herzchen. Nee, keine Ahnung. Wert, Gewicht, Schaden. Also Schaden, Feuerrate, Reichweite, Präzision, Wert. Ah, jetzt geht's. Da war ein Schuh draus. Na gut. Das erklärt einiges. So. Goodie. Ich habe die Power-Rüstung alle sortiert. Ich habe eine Chassis, konnte ich wegwerfen. Die Baupläne werden sowieso verkauft. Ich habe all meine Munition zum Verkaufen gestellt. Ich brauche Platz in meinem Haus. Ich brauche echt Platz. Das geht gar nicht. Ich habe erstmal alle Munition. In meiner Munition kriegst du eigentlich richtig, richtig einfach. Vor allem jetzt, wo wir auch... Ja, die habe ich... Ich glaube, es ist verbuggt. Ich glaube, es ist verbuggt. Da kam gerade die Quest tot von oben. Achtung, Bürger. Ereignis abgeschlossen? Ich hab's abgeschlossen? Habe ich was dafür bekommen? Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Stimmt nicht mehr, was ich dafür bekommen habe. Wo werden denn die Bomben platziert? Ja, war ja klar. Ach, deswegen hat er sie. Das ist genau da am Rand. So, wir wollten eigentlich in die Richtung, ne? Ja. Na komm. Gehen wir mal. Ja, mal gucken. Ups. Das wollte ich nicht. Mein Stuhl knackt manchmal. Wird Zeit, dass ich mir mal einen neuen hole. Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht noch mal ein paar Legendäre farme. Einfach damit wir noch mal ein paar Waffen bei der Ollen kaufen können. Das wäre schon ganz geil. Oh, ein Mischlingshund. Für mich heißt das Essen.
Wie schön, dass man so gut zielen kann. Ich sehe auch wunderbar mein Visier. Zum Glück ist es jetzt gerade Nacht. Aber ich sehe keinen Schleichbonus. Geht das überhaupt mit der Armbrust? Nein, oh, gut, die habe ich nicht mitgenommen. Ich dachte schon, den hätte ich mitgenommen. So, da hinten ist sie. Die gute alte Munitionsfabrik. Dann holen wir uns da unsere 10mm Munition ab. Wir müssen sie höchstwahrscheinlich noch vorher reinigen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich, wenn alles fertig ist. Das haben wir schon so oft gemacht. Seltsam, sie ist geklärt. Hier war vor kurzem jemand. Ja geil, das arbeitet ja alles noch. Ha! Oh. Dann nehmen wir sie erstmal ein. Geil, wir kriegen gleich erstmal gratis Blei und gratis Munition, was auch immer der da gerade herstellen wollte. Wir haben es. Die sind überall geschützt, das ist perfekt für uns. Ach, Munition stellst du nicht her, Lappen. Nichts kannst du richtig, Vorbesitzer. 59 Kronkorken, ja, ist klar, mach mich arm. Ist ja nicht so, als hätte ich schon durch meinen letzten Tode mehr als genug kassiert. So. Ja, das war einfach. Ich habe gedacht, jetzt verschwende ich hier noch ein bisschen Zeit. Ich muss da mal hoch. Ich habe da was gesehen, was ich brauche. Ich habe nämlich wieder angefangen, meine Baggerrüstung zu bauen, was auch einer der Gründe ist, warum wir momentan keine Rüstung dabei haben. Und mir fehlen so ein paar Sachen. Zwei Sachen fehlen mir noch. Die Torso und ein Arm. Ja, ein bisschen blöd, dass ich das verkauft habe. habe ich schon erwähnt, dass mir ein Irrtum unterlaufen ist? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das mal erwähnt. Dass ich dachte, dass die Ultrazid-Rüstung eine verbesserte Baggerrüstung ist. Was sie leider nicht ist. Ja. Ja gut, du bist... 5 lose Schrauben, das finde ich gut. Ja, tot von oben abgeschlossen, wir wissen es alle. Stahl. Habe ich jetzt alles repariert, ja. Aber wieso funktionierst du nicht? Was fehlt dir denn? Benötigt 20 Strom. Ist der blöd gewesen oder so? Ah, 5mm Munition hat er hergestellt. Ach Gott. 10mm bitte. Wir brauchen 10mm Munition. Na gut, cool. Das war einfach. Hat mir gefallen. Gerne wieder. Können wir auch direkt was kochen. Und das ist eine Sache, die mir wirklich gefällt, dass ich nicht mehr aus der Power-Rüstung rausgehen muss. Das ist so toll. So. Und wir werden gleich nochmal kurz nach Hause gehen. Ich möchte nämlich meine Todeskrallenkralle, nennt man das so, mitnehmen. Oh, hier sind gleich zwei Sachen auf einmal, Junge. 14. Ist 14 das Maximale, was man da drin haben kann? Ich glaube schon, ne? Das erklärt, warum ich bei mir zu Hause immer 14 raushole. So. Was war das für ein Geräusch? Na gut. Dann gehen wir doch mal nach Hause. Ja. Jetzt kommen wir in einer halben Stunde wieder und dann haben wir 210mm Munition. Easy. Aus dem Hut gezaubert. Das ist einfach geil. Muss man einfach so sagen, ne? Und ich meine, ich bin jetzt noch knapp 5 Stunden werde ich wahrscheinlich hier noch verbringen. Das heißt, wir werden ordentlich noch Munition bekommen, aber wir verballern ja auch gleichzeitig noch Munition. Also wir werden nicht mit so viel Munition rauskommen, wie ich es mir wahrscheinlich wünschen würde. Seid ihr die Pilze, die ich suche? Nein. Ah, ich suche Rothut. Wir müssen nämlich Heilmittel herstellen. Echt? Ich komme doch gerade von da. Naja, jedenfalls, wir nehmen mal kurz noch die Waffe mit. Waffen. Und zwar ist das eine richtig geile Waffe, die ich momentan zum Verkauf gestellt habe. Einfach nur, weil ich alles reinstellen wollte. Was läuft hier rum? Ein anderer Spieler? Ja.
So. Denn das hier ist der wahre schleichende Tod. Wir müssen ihn halt nur irgendwie auch noch ausbilden, also da müssen wir noch einiges machen. Ne, Kollege? Komm, verteidigen wir mal. Oh, ich bin zum Zuhause von jemand anderem gegangen und habe 25 Kronkorken verschwendet. Oh, das tut weh im Geldbeutel. Wie cool ist das denn hier? Oh, das ist doch mit Musik und allem unterlegt. Das ist cool. Ja, ich gehe schon. Welle 1 von 1? Das könnte doch meine Maschine automatisch machen, oder? Wir kommen an und alle sind tot. So sehe ich das. Aber ich würde gerne die Kralle einsetzen vorher. Wir haben sie zwar noch nicht hochgelevelt, weil es eine Einhandwaffe ist. Aber sie soll später meinen Hammer ersetzen. Das heißt, alle Level, die wir bis dahin gemacht haben, für den Arsch. Aber egal. Todeskalthandschuh. Tschack. Tschack. Nein, komm her. Level 7. Ja, wow, das hat sich ja voll gelohnt, hierher zu kommen. Ja, und jetzt? Ich bin begeistert. Abgeschlossen. Ja, cool. Was bekomme ich jetzt dafür? Dafür, dass ich nichts gemacht habe? Nichts! Ja, das ist gut. Von nichts kommt nämlich nichts. Hätte wenigstens einmal zuschlagen sollen. Naja, gut. Was hast du denn für Sachen? Rüstungen brauche ich nicht. Rüstung, Munition, 5839. Ja gut, habe ich auch. 10.000. Waffen, Medikamente, Baupläne, Schrott wäre was für mich. Wir gehen mal hier mal ganz kurz hin und gucken mal. Ich bräuchte nämlich ein bisschen Stahl. Wobei, wenn ich jetzt meine 10mm herstelle, brauche ich das eigentlich nicht, ne? Können wir eigentlich von alleine sammeln. Aber wenn wir schon mal hier sind, schauen wir uns mal hier um. Es sei denn, man steckt irgendwo fest. Ah, ist das cool. Ich will auch so eine coole Basis haben. Wieso sieht meine so all aus? Oh. Sind schon happige Preise, mein Freund. Das sind schon happige Preise, ne? Jetpack. Ist mir bekannt. Ich kann bei meinem T51B ein Jetpack ranbauen. Wie cool. Glühwürmchen-Trophäe. Würde ich gerne mitnehmen, aber 499 ist mir ein bisschen zu viel. Rasenflamingos. T60 Jetpack. Hast du denn irgendwas? Achso. Hier wahrscheinlich, ne? Waffen, Antirüstung, Todestamporin des Henkers. Mehr Schaden bei starken Angriffen. Was hast du noch so Schönes? 50% mehr Schaden, wenn die Gesundheit deines Ziels unter 40% liegt. Gewicht um 90% reduziert. Ja, gut, der wiegt sowieso nicht viel. Jagdgewehr. Ah, Stufe 20. Regeneriert deine Gesundheit. Ha! Das ist meiner besser, mein Freund. 9.999. Kugeln explodieren vor Sachen. Achso, das ist das, was... klar. Das ist das, was wahrscheinlich viele haben wollen, ne? Schaden erhöht sich bei Nacht und verringert sich bei Tag. Plus 1 Wahrnehmung. Ja, ist schon ganz cool. Also, so ist es nicht. Kultisten durch. Adrenalin. Daddy-o. Verleiht die Mutation Eierkopf. Wir können hier Mutationen endlich kaufen. Okay, Moment, ich google kurz. Beutetier. Plus 20 Tragelast und ihr könnt höher springen. Dafür aber weniger Intelligenz. Ich glaube, auf Intelligenz könnte man sogar verzichten, ne? Ich meine, was bringt mir Intelligenz?
Die Frage ist, wird mir das komplett hier abgezogen, dass ich plötzlich nur 3 Punkte, 3 Intelligenz habe? Dann wird das kacke. Dann muss ich höchstwahrscheinlich die negativen Effekte wieder rausholen lassen, ne? Mit, da gab's doch irgendwas. Da, geringere Chance durch Reds zu mutieren oder durch Verwendung von Reds Mutation zu halten. So habe ich davon ein. Toll, verschwindet. Ich wünschte, man könnte die weggeben, um eine neue Karte zu bekommen. So, dass man 5 Karten weglegt und dafür eine bekommt. Das wäre echt geil. Haben wir hier nicht. Aber es gibt eine Karte, die bewirkt, dass die negativen Eigenschaften von Mutationen verringert werden. Dann könnte man das nämlich machen. Was hast du denn noch? Das heißt, wir warten erstmal noch. Wir müssen gucken, was ist. Wobei Beutetier natürlich eigentlich ganz geil wäre. Aber ich will jetzt mein Geld nicht verschwenden. Ich warte erstmal auf die Kommentare. Aber wir gucken, was er hier sonst noch hat. Eierkopf-Serum kennen wir. Empathie-Serum kennen wir. Ist auch scheiße. Herdentrieb. Herdenmentalität wahrscheinlich. Wenn ihr Team spielt, erhaltet ihr 2 zusätzliche Punkte auf alle Attribute. Wenn ihr alleine spielt, erhaltet ihr 2 Punkte weniger auf alle Attribute. Da war mir erstmal ein Katzenhaar in der Nase, ey. Aber so ein richtig weißes, so ein richtig langes. Alter. Ich hab mich schon voll erschrocken. Was kommt mir da aus der Nase raus? instabiles Iso... irgendwas. Das hört sich schon gewalttätig an. Chance darauf, Gegner zu verstrahlen, wenn sie im Nahkampf angreifen. Hat zwar keine negativen Effekte, aber der negative Effekt ist das Ghule, also sich leider heilen. Pflanzenfresser-Serum. Seuchenstreuer-Serum. Das hört sich eher für PvP an, ne? Ihr verursacht eine Wolke aus Gift, die mit der Anzahl eurer Krankheiten skaliert, bis zu 4. Funktioniert nicht, wenn ihr an keiner Krankheit leidet. Also irgendwas Sinnloses. Na gut, das war's auch schon. Ja, cool. Aber ich warte erstmal. Ich warte erstmal. Das ist, hat noch keine Priorität. Es gibt zwar viel, was ich gerne haben würde, vor allem das mit... dass man irgendwie mehr tragen kann, wäre schon cool, aber ich glaube, ich muss erstmal die negativen Eigenschaften entfernen. Das sieht komisch aus. Live after death. Hier in der Toilette? Na gut. So. Ja, dann können wir jetzt endlich weitermachen. Wird Zeit. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir wollten eine Quest machen. Raketengeschützturm? So. Voll versteckt. Wir wollten eine Quest machen, damit wir unser Kaulquappenabzeichen machen können. Erstmal machen wir das hier. Müssen wir immer noch einen Verbündeten wiederbeleben. Suche nach Informationen. Ich habe ein Protokoll zu Calvins Verhaltungsumprogrammierungssitzung gefunden. Ich sollte es mir anhören, um herauszufinden, was passiert ist. Ach, das ist das. Finde den Streifenwagen. Okay, das machen wir jetzt noch nicht, glaube ich. Ich glaube... wir machen das hier. Vor dem Krieg wurden in Monogar 2 von einem unbekannten Tier zerfleischte Wanderer gefunden. Ich greife die Ermittlungen wieder auf, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Das große Problem jetzt ist natürlich, wenn jetzt der Sheep Squatch oder so kommt, ich bin am Arsch. Da kann ich nichts machen. Ich bin völlig aufgeflogen dann. So, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Da könnten wir einen Boxenstopp machen. Munition, Medikament, Bauplan. Ja, gut. Nichts Drastisches. Gehen wir direkt nach Monogar. Gucken, dass wir da ein paar Ghule töten. Um das Kaulquappenabzeichen zu bekommen. Ich glaube, wir gucken uns das gleich nochmal an. Fürs Bogenschießen. Ich glaube, da hatten wir noch 1-2 Sachen, die wir machen mussten, oder? Denn dieses Backpack, das könnte es echt reißen. Das könnte es echt reißen. Ich würde es halt echt komplett schade finden, wenn man gezwungen ist, Fallout 76 mit Power-Rüstung zu spielen. Das, ich meine, klar sehe ich die Vorteile komplett. Du kannst jemanden komplett wegtanken, aber
irgendwo ist das auch nicht irgendwie lustig, oder? Wenn du da einfach stehst und dann auf den Sheepsquatch einhaust und er kann eigentlich nichts machen, weil du dich die ganze Zeit heilst. So, wir hatten noch Baupläne. Aluminiumerz? Ach, das habe ich da rausgeholt, stimmt. Nee, Notizen. Notizen. So, Bauplan, akustische Instrumente, Holzschaukelstühle, moderne Sofas. So. Gut, dann gehen wir mal zum Polizeirevier, gucken, dass wir hier ein paar Gegner wegsnipern und vorher nochmal kurz hier gucken. Eine neue wöchentliche gibt es noch nicht, ne? Nein. Was haben wir denn hier? Gewinne die Quest Jäger und Gejagter, ja, als ob das jemand machen würde. Schieße mit deiner Kamera Foto von verschiedenen Kreaturen. Brahmin, Katze, Huhn, Hunde. Hundes? Achso, eines Hundes. Glühwürmchen, okay. Schieße mit deiner Kamera ein Foto eines Aliens? Flatwood-Monster, Nebelkriecher, Monster von Grafton. Ach, das ist die ganze Zeit ein Alien, das wir gesehen haben. Ach, ja, wie soll man das denn schaffen? Endet in einem Tag. Ne, zwei Tage, okay. Schieße mit deiner Kamera ein Foto eines Anglers, Bibers. Ach du Scheiße. Hey, diese Kamera-Dinger finde ich kacke. Die täglichen sind komisch. Ich glaube, sowas mache ich eher selber. Dass ich da ein bisschen rumlaufen kann. Ein bisschen für mich selber spielen kann. Und uns noch ein paar Vorteile hole. So, ist das das Polizeirevier? Vermisst die Priblos. Vermisst Janelle und Raymond Priblos. Oder Priblo. Zuletzt gesehen in Priblos Kuriositäten in Summerswell. Fakten. Janelle ist eine erfahrene Jägerin und Taxidermistin. Raymond kümmert sich um das Tagesgeschäft im Laden. Raymonds Lieferwagen fehlt. Die Priblos jagen ungewöhnliche Kreaturen. Janelle hat mehrere Jagdlager. Anmerkung. Die Priblos könnten bei einem Tier, bei einem ihrer Lager einer gefährlichen Kreatur begegnet sein. Wenn sie ihren Lieferwagen finden, sollten sie auf mögliche Raubtiere achten und sofort die Behörden verständigen. Also für mich wirkt das Ganze so, als würden die Taxidermisten Löwe ihre Konkurrenten einfach alle ausschalten. Forensiklabor Staat West Virginia Anfrage zur Identifizierung von Tierabdrücken. Die Standardprozedur zur Identifizierung von Tieren ist die Bereitstellung von Abdrücken, Sporen, Exkrementen oder anderen Spuren. Zusammen mit einem Gipsabguss der Abdrücke und Proben aller anderen Materialien. In diesem Fall wurde eine schlechte Fotografie zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen dringend, den verantwortlichen Sachberater neu zu schulen. Dem Foto nach scheint es sich um den Abdruck eines Bären mit einem Klumpfuß zu handeln. Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit auf 37%. Es besteht eine Chance von 22%, dass sich jemand einen Scherz erlaubt und diesen Abdruck gefälscht hat. Auch nicht schlecht. Das muss ich auch noch mitnehmen. Keiner darf hier questen außer ich. Okay. Quest-Sachen dürfen also nicht mitgenommen werden. Huh. Das Licht, es rennt mir davon. Handschellen. Flasche Wodka. Die Zelle. Nuka-Cola Quantum, das nehme ich doch mit. Terminal, was haben wir denn hier? Vorfallsbericht 1542. Anfrage erhalten einer Tiersichtung in Mrs. Clay Bourne's Haus nachzugehen. Bei einem Eintreffen hatte sie sich mit einer geladenen Schrotflinte verbarrikadiert. Ich hielt mich an die Standardvorgehensweise, schlich mich durch ihren Garten und trat die Haustür ein. Nachdem ich sie von den Beinen geholt hatte, entwaffnete ich sie. Später suchte ich sie im Krankenhaus auf. Mrs. Clay Bourne war feindselig und weigerte sich anfangs mit mir zu reden, wobei sie den Ausdruck dummer Psychobullo verwendete. Schließlich lenkte sie jedoch ein und sagte, dass ihre Hüfte gut heilen würde. Mrs. Claiborne berichtete, sie hätte ein großes, bedrohliches Tier auf ihrem Grundstück gesehen. Sie behauptete, es hätte die Größe eines Bären gehabt, wäre jedoch aufrecht gegangen. Als ich zu ihrem Haus zurückkehrte, konnte ich nur noch einen einzigen Abdruck eines Tiers finden. Der Rest war vom Sondereinsatzkommando und der Spurensicherung vernichtet worden. Der Abdruck geht nächste Woche in die Forensik. Ja, aber ein aufrecht stehender Bär ist jetzt nichts Besonderes, oder? Ich meine, klar,
Das war anscheinend ein großer Fuß, weil der... Was hat die gesagt im Brief? Keine Ahnung, der hatte halt einen Schwellfuß. Vorfallsbericht 1563. Beamter ist einem 1014 Personen... Was? Beamter ist einem 1014 Personen mit festgehaltenem Verdächtigen nachgegangen. Ach so. Ich dachte, das ergibt doch keinen Sinn. Warum ist da eine Zahl mitten im Satz? Einsatz von Blaulicht und Sirenen genehmigt und durchgeführt. Filialleiter von Foods and Goods oder Foods and Goods hat einen des Diebstahls bezichtigten Minderjährigen festgesetzt. Johnny Booger Wilkins wurde von dem Abtransport im Streifenwagen Handschellen angelegt und seine Rechte vorgelesen. Während der Fahrt urinierte der Verdächtige in den Wagen und schrie: Ich will zu meiner Mama! Im Revier wurde der Verdächtige in eine Zelle verbracht. Seine Mutter traf 37 Minuten später ein. Sie nahm den Verdächtigen in ihre Obhut und reichte eine Beschwerde wegen Polizeigewalt ein, da Johnny Booger Wilkins in diesem Monat schon zum dritten Mal verhaftet worden war. Ja, weil er klaut. Sie zahlte die 25 Cent für den gestohlenen Kaugummi und der Filialleiter erklärte sich bereit, keine Anzeige zu erstatten. 25 Cent. Was ist das für ein Vorfallsbericht? Ich glaube, uns geht eigentlich nur der erste was an, aber die Vorfallsberichte sind lustig. Vorfallsbericht 1599. Beamter ist einem 1054 Tiere auf der Straße nachgegangen. Also doch, der erste und der dritte waren ziemlich verdächtig. Als er sich dem Tatort näherte, sah er, wie ein Rind mitten auf der Straße stand. Es wurden 13 Schuss benötigt, um den Verdächtigen zu erledigen. Da stand ein Rind auf der Straße und die haben den erschossen? Kusch, kusch, hätte doch gereicht, oder? Während der Beamte den Tatort für die Spurensicherung abriegelte, wendete sich der Besitzer des Täters, ein gewisser Sam Welch, mit den Worten: Bessie hat noch nie jemanden etwas zuleide getan, an ihn. Da er zugab, Besitzer des Täters zu sein, nahm der Beamte Sam völlig fest, legte ihm Handschellen an und setzte ihn in den Streifenwagen. Sam Welch benutzte wiederholt unfältige Ausdrücke und drohte dem Beamten Gewalt an, was zu weiteren Anzeigen führte. Sam Welch wurde mit der Zusage entlassen, vor Gericht zu erscheinen und drohte dem Beamten dafür zu sorgen, dass er nie wieder mit einem Tropfen Milch von seinen Kühen bekommen würde. Beamter ist ein 1044 Tiere auf der Straße nachgegangen. Oder was, warte. Alexa, was ist ein 1054? Das weiß ich leider nicht. Da bist du genauso schlau wie ich. Okay, ich weiß gar nicht, also man muss ja natürlich klar sagen, was man will. Okay, es ist das, womit wir alle gerechnet haben. Es ist Vieh auf der Straße. Und wieso musste man die Kuh jetzt erschießen? Ich hab gedacht, vielleicht ist die Kuh ausgerastet oder hat irgendwelche Autos niedergerannt, aber nein. Aufgrund des Einsatzes von Officer Jack Dimwiddie wegen einer Tiersichtung im Haus von Mrs. Claiborne wurde eine Beschwerde eingereicht. Mrs. Claiborne behauptet, der Officer hätte sie ohne ersichtlichen Grund angegriffen. Am Ort des Geschehens wurde eine geladene Schrotflinte mit ihren Fingerabdrücken sichergestellt. Laut Mrs. Claibornes Aussage wollte sie sich damit gegen das angeblich dort aufhältige Tier verteidigen. Wir kommen zu dem Schluss, dass Officer Jack Dimwiddie angemessen, wenngleich auch etwas übereifrig gehandelt hat. Das Vorhandensein der Schrotflinte machte das. Ups. Verdammt. Naja. Der Einsatz der Schrotflinte machte es wichtig, dass er sie hier abgenommen hat. So. Ich musste gerade meinen Pulli ausziehen, weil mir wurde schon langsam echt warm. Was nicht an der Mütze liegt. Sondern einfach, dass ich mit Decke rumsitze. Vielleicht soll ich die Decke einfach runternehmen. Aber es ist so gemütlich, mit Decke zu spielen. Ich fühle mich jetzt so ungemütlich. Aber gleich wird mir kalt. So, ein Hinweis fehlt noch. So, die Stange Zigaretten nehmen wir mit, die Handschellen nehmen wir mit. Und dann gucken wir hier rein. Was haben wir denn hier? Versammlungsprotokoll. Ich verstehe.
Wir warten einfach, bis der Hinweis kommt, weil das ist jetzt nicht wirklich sehr interessant, was hier drin steht. Alles klar, kein Hinweis, perfekt. So, auf der Toilette Hinweise. Zumindest abgekochtes Wasser. Eine Haarklapperbox. Nimm sie doch mit! Giddy Cup Buttercup hinterbein. Ja, das hilft mir jetzt wenig weiter, dass ich hier ein Hinterbein gefunden habe. Aber hier ist doch nichts weiter. Wie groß ist der Ort, den ich durchsuchen kann? Nicht sehr groß, es ist wirklich nur das Haus. Hier stehen aber auch keine Polizeiautos, oder? Das hier könnte eins sein. Ah, hier ist ein Polizeiauto. Haben wir hier noch irgendwelche Hinweise? Nee. Oh, da ist ein Kabel. Ah, ein Stromkabel. Hier irgendwelche Hinweise? Ja, auf dem Dach wird wahrscheinlich nichts sein, aber wir gehen mal hin, vorsichtshalber, ne? Was haben wir denn hier? Ein Trailer, der komplett im Arsch ist. Wieso versuche ich es überhaupt? Oh Gott, da komme ich doch gar nicht hoch. Ohne dieses Höher-Springen komme ich hier, glaube ich, nicht hoch. Mit dem Höher-Springen-Ding? Oh, da wäre ich richtig glücklich mit. Ich meine, ich könnte es zwar machen, aber im Endeffekt wäre ich halt gearscht, wenn mir dann die Intelligenz fehlt. Ich warte einfach auf die Kommentare, das heißt, wir werden erst höchstwahrscheinlich in der nächsten Aufnahme das Glück haben, vielleicht sowas zu kaufen, wenn ich mir sicher bin, dass ich meine Punkte nicht verliere. Okay, ja, so viel dazu. Hier liegt noch Schrot, Munitionsautomat. Wie teuer ist es hier, die Munition? Großmenge Stahl. Das sind 30 Stück. 90! Das tut echt weh. Nö, nee, das sehe ich nicht ein. Bericht der Wildbehörde. Polizeirevier Managar Wildbehörde. Wir haben Berichte von 9 verschiedenen Sichtungen eines großen bärenähnlichen Tiers in der Region erhalten. 5 von ihnen ereigneten sich am selben kleinen See. Im Anhang befindet sich eine Karte und die genauen Koordinaten. Die Kreatur könnte für die 2 zerfleischten Wanderer verantwortlich sein, die letzten Monat gefunden wurden. Jackson lebt in einer Hütte am See. Er weigert sich, seinen vollständigen Namen anzugeben oder sich auszuweisen. Er scheint militärische Erfahrung zu haben. Es könnte sich daher vielleicht lohnen, ihn in Militärakten zu suchen, falls wir seine genaue Identität brauchen. Jackson behauptet, am Seeufer ein bärenartiges Tier gesehen zu haben. Er weigert sich, mehr zu erzählen. Wir müssen uns einen Durchsuchungsbefehl für sein Grundstück besorgen, um nachsehen zu können, ob er darin Beweise versteckt. Ich wurde außerdem von einem gewissen Dr. Avery kontaktiert, der wissen wollte, ob in der Umgebung Bären gesichtet wurden. Er hat keine Gründe angegeben, daher habe ich ihm nichts erzählt. Komischer Kerl. Grace Ungern, Rangerin. Ja cool, dann haben wir es geschafft. Suche in der Nähe des Sees nach Hinweisen. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Wo ist denn der See? Kann sein, dass wir nämlich schon Munition abholen können. Da unten. Ja, perfekt. Dann können wir dahin reisen. Und dann gehen wir direkt zum See. Zu Alpha kann ich nicht reisen, ne? Ist ja weird. Aber wir können dahin reisen. Das ist, glaube ich, näher dran. Na gut. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Ich werde wahrscheinlich sehr viel heute rausschneiden müssen. Mal gucken. Also, ich habe jetzt 50 Minuten aufgenommen. Keine Ahnung, wie viel da rauskommt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.